Hallo, meine lieben Freunde, willkommen zurück zu Trials Fusion. Fusion. Mit Lutz und Pader. Und Arnold. Und Pader. Ja, und Pader. Und Lutz. Arnold. Laber nicht so lange rum, gespürt. Auf geht's. Los geht's. Wir spielen heute The Hangout. The Hangout. Hangout. OTHG Hangout. Nein, OTHG. Ist OTHG, du Spastiker. Nein, OTHG raushängen steht da. Sorry. Aushang. So, also, Stream war geil mit euch, PUBG. Arnold und ich sind, und Lutz, wir sind, 90% Erster, Zweiter und Dritter geworden, habe ich gehört. Ganz natürlich. Safe, auch nur wegen mir dann wahrscheinlich. Oh, da kam der Call! Ich glaube nicht. was war das denn jetzt für ein Kamerawechsel? Ich verstehe es auch nicht. Da muss man gar nicht rein. Oh, lol, man muss da hoch, oder was? Ja. Ach du Scheiße. Jetzt pass auf, erstmal hier... Lässig und dann mit Vollgas. Oh, leck mich am Arsch. Oh, ja. Ach, lässig. Also, macht es nicht zu heftig dort und nicht die Stange runterschlagen, dann geht's besser. Stange runterschlagen, wie willst du sonst machen? Langsam erstmal auf die Rampe kommen. Alter, die Stange, die pumpt mich voll aus. Die deswegen. Richtig rein. Ah ja, geschafft. Easy. Jetzt sagt er easy. Ja, wenn du weißt, es geht, dann ist easy. Dann ist easy. Dann ist richtig. What the fuck? What the fuck? What the fuck? What the fuck? What the fuck are you doing? Seriously? Go and find a call message. Ja. Hopsa! Und das soll jetzt schwer gewesen sein. Game over. Da schaffst du noch, Lutz. Da kommt überhaupt nichts mehr. Ja, ich bin schon längst drin. Ah, sorry. Ja, Pader, das schaffst du schon, da kommt nichts mehr. Nur noch über den Computer springen. Über den Spiel auch nur noch über den Computer springen. Ich hab gedacht, da wäre TNT. Hab ich auch zuerst gedacht. Ja. Guck mal, das Schild da oben wieder sich dreht. Hui. Hab ich gesehen. Arcade! Naja. Hupt. Fand ich jetzt nicht so schwer. So geil, ja. Ey, ich hab mal echt so eine Frage, die ist wahrscheinlich unnötig. Ja, aber komm, stell sie. Wenn du ein Schiff hast, ja, wenn du ein Schiff hast, wo nur Frauen drauf sind, ist er dann unbemannt. Oh mein Gott. Bist du auch drauf? Nee, dann wird er ja bemannt. Ja, das ist jetzt die Frage. Dann wär's Pussy-Frachter, ey. Wann spielen wir eigentlich mal wieder TTT, ihr Bastarde? Wir haben letztens gespielt, ne? Ja, wieso sagt mir da keiner Bescheid immer, wenn ihr aufnehmt? Ja, du hast gesagt, du kannst nicht. Richtig. Wann denn? Vor 2 Wochen oder 3 Wochen? Das kann sein, da war ich in Stuttgart. Ja, ich glaube, ja, genau. Ja, da warst du aber in Stuttgart. Aber echt, letzte Woche nicht aufgenommen. Nee, nee. Diese Woche haben irgendwie direkt 3 Stück oder so gemacht. Wir haben 4 Folgen oder gemacht? Ja, oder so, ja. Diese Woche auch nicht. Nächste Woche könnten wir wahrscheinlich machen dann. Am legendärsten war, nein, ich bin einmal Traitor und ich fall runter. Warst du das? Ja. Nee, ich fand's legendärer mit dem Fass. Alter, was ist das denn für eine Bumsstelle hier? Ich weiß nicht, ob es ein Spoiler ist oder so, keine Ahnung, ich sag's jetzt nicht. Da gibt's eine Stelle. Ja, aber ist das Stelle, denn schon, ist das schon raus? Nee, noch nee, nicht. Ne? Also jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme nicht. Montag dann, ne? Am Montag soll es rauskommen. Das war legendär, Alter. Wo ich da durchlaufe, dann kommt das Fass angeflogen auf einmal. Und ich sag's auch noch so. So. Vorsicht, er schießt auf die Fässer. Auf einmal von links das Fass. Ups. Der Spaß so nämlich, wa? Ja. Ja, das war schon lustig. Wollen ich konnte da nur lachen, ey. Achso, da war auch viel gerandom killed, das muss man auch sagen. Ja, ich hatte nachher. Also, okay. Obwohl ich nicht dabei war. Ja, gerandom killed war es nicht, es war aber viel innocent kills. Also, ja, Innocents hat dich viel weggehauen. Ja, aber war auch Verdacht. Weißt du, Andi fuckt mich immer am meisten ab, bei dem merkt man immer irgendwie am wenigsten, da ist. Oh, die eine Stelle war auch fies, ja, aber gut. Das ist halt auch immer das Problem, wenn halt immer neue Leute dabei sind, dann kannst du dich halt nur einschätzen, ne? Ja gut, Andi ist ja nicht neu, ne? Ja. Ich hab keine Lust mehr. Whee! Wow, cooler Rückwärtssalto. Hast du gesehen, Junge? Alter, dann hast du tief gefallen. In den Gletscher rein. Ja, die Beine so angezogen. Ja, ja. Nicht schlecht. Voll geil. Nicht schlecht. Was wir gelernt haben, ist auf jeden Fall, du kannst Simons Urteilsvermögen nicht trauen. Das ist auf jeden Fall Grundvoraussetzung für einen Anwalt, also von daher. Ist jemand dann schuldig? Nee, der ist nicht schuldig. Nee, ist er nicht. Das ist auf jeden Fall. Hat er es gemacht? Nee, hat er nicht. Für Simon und seine Klienten. Ja, ja.
Wir können seinem Grundurteilsvermögen nicht trauen. Ja gut, er kann gut lügen. Oder ja, ne, falsch einschätzen vielleicht. Oh mein ja, Gott, falsch einschätzen. Direkt reingetrollt. Ja schon, er ist kein guter Anwalt. Oh Alter, Mann, leck mich doch! Alter, ich hasse solche Scheiß-Maps. Arnold, was soll das? Obwohl, er ist eigentlich gar nicht mal so verkehrt. Ab. King hier oben. Bitte was? Auch so. Apropos Anwalt. Wann Apropos? Kommt denn, wann geht's denn jetzt eigentlich bei, Walking Dead weiter? Keine Ahnung. Wie kommst du da mit Anwalt? Das ist nicht jetzt im Oktober irgendwann. Es könnte sein, dass jetzt dann wieder anfängt, ja? Ach, halt's Maul. Alter, ficken. Boah, ich schaff okay, die Map, Sprung, die Map muss ich sagen, ist geil. Fällt mir nein, sehr gut. Die ist nicht geil. Doch, die ist geil. Ich schaff den Sprung nicht, deswegen ist sie nicht geil. Oh Mann, ey! Mann, ey! Gleich jetzt mal wieder eine ordentlich Runde Splinter Cell spielen, ne? Nach 50. Du meinst Rainbow Six? Nein, Splinter Cell. Splinter Cell? Ja, wir spielen immer, wir spielen immer so einmal im Monat gefühlt mal so eine Online-Runde Spione gegen Söldner, falls ihr da was sagt. Nee. Nee, Lutz, Alter, wir haben so weit hinten anfangen. Spione gegen Söldner ist einfach nichts anderes. Du hast 2 gegen 2 oder 4 gegen 4, 3 gegen 3. Halt, du brauchst mindestens 4 Spieler, um das zu spielen. Oh! Alter, leck normalerweise. Mich doch mal Arsch, ey. Und die einen sind ja, halt. Das der Blacklist? Oder Blacklist, was? Ja. Die einen das sind. Spielt noch jemand? Nein, Junge, privat. Private ja. Lobby und dann halt. Und dann gib ihm. Dann sind im Prinzip. Das eine Team sind halt die Spies, also die Spione, die müssen halt die Sachen hacken und die. Mercs halt ist besser. Die können halt klettern, sind Third Person und die anderen sind halt Mercs, die haben halt First Person, müssen halt den Hack abwenden. Spielt das Koop oder Versus? Nee, wirklich Online Versus. Online versus lokal oder was? Nee, lokal müssen wir. Also die haben wirklich noch Server da. Oh, drauf. Link mich am Arsch! Einfach mal so aus Fun irgendwie immer mal wieder. Weil ich finde eigentlich dass die Idee dahinter ziemlich geil. Boah, da muss man echt drüber springen. Hör auf, es kommt noch was ekligeres. Ach, du bist schon. Warte, du bist hier einfach schon durchgekommen? Ja, das war doch easy. Nice. Oh, jetzt. Gott sei Dank, ich hab den schon gekriegt, mein Gott. Oh, das nächste finde ich auch behindert hoch 3. Dass es so hoch geht, das ist so nervig, Alter. Okay, man muss wieder perfekt landen. Eigentlich müsste wie? Ja. Oh, eigentlich müsste das nächste Mal ja wieder Freitag der 13. Alter. Sein, oder nicht? Was? Eigentlich müsste das nächste Mal ja wieder Freitag der 13. sein, oder nicht? Oh, Gott sei Dank. Nice, Bader. War es Freitag der 13. Stream oder was? Ja, die nächste Aufnahme. Oh, die nächste Aufnahme. Ist ja eigentlich wieder Freitag der 13. oder nicht? Ja, können wir doch gerne machen. Was soll das denn wir jetzt? Wir können hier? Auch gerne mal wieder Ben and Ed zocken und aufnehmen. Ich würde eher Ben and Ed zocken, Mann. Ja. Nice. Oh, der. Boah, ist zu weit. Das ist fies, Lutz. Das ist fies. Ah, ne, Ultimate Chicken Horse hast du nicht, Lutz, ne? Nein. Das machen wir nur mit Pieper, Alter. Das dürfen wir nicht ohne mich machen. Dann rage ja richtig rum. Jetzt Schwung! Schön. Nice. Ich trotzdem nicht. Mann, diese so nicht, nicht verarschen lassen. Wann bist du da dran, Alter? Bei mir fliegt er in der Luft, ey. Das ist total witzig. Ja, bei mir auch. Fand die Map geil. Ich fand sie gut. Ja, ich fand die auch gut. Mechanic Garden. Und findet die Map immer gut, wenn man im Ziel ist. Danke. Nee. Das stimmt nicht. Ich war auch schon bei vielen Maps im Ziel, aber trotzdem selbst die Map scheiße ist. Stimmt. Nur immer, wenn ich Battlefield 1 folge, ich hab mir heute die geilste Jacke der Welt bestellt. Ja. Von was? Von Mammut. Mammut. Steht hinten drauf Pussy oder was? Nee. Warum ist das die geilste Jacke für dich? Die ist pink. Warum das die geilste Jacke für mich ist? Ja, war das so bei dir so die Kriterien für den aus Award? Gore-Tex. Okay, ja gut, das ist natürlich nice. Und die wiegt 114 Gramm. Ja, ja. Wie viel wiegt wie eine normale Jacke, so in dieser Art? Weiß ich nicht. Aber es ist die leichteste Jacke. Mindestens 500? Ah, okay. Wenn du halt, wenn du ein Innenfell hast halt, ne? Ich gehe mal davon aus, dass es viel mehr. Ist es eine dicke Jacke, oder? So eine. Nee, ist eine. Also, du redest jetzt von einer Winterjacke? Die hält warm. Was? Von einer Winter- oder einer Regenjacke? Regenjacke, davon rede ich jetzt. Okay, ja. Ah, okay. Also ich hab, ja gut, ich hab zum Beispiel eine Skijacke, die wiegt annähernd fast 2 Kilo. Boah, ja, das muss ich aber auch. Wie gesagt, die wiegt 114 Gramm, die kannst du in, wenn du die zusammenknüllst, in ein Ü-Ei reinpacken.
Ohne Scheiß. Ja. Aber der Material ist aber auch mega gut. Gibt es auch für Schuhe zum Beispiel. Ja. Sieht zwar aus, sieht so aus wie auf Scheiße ganz, für Schuhe. Die ist auch nicht ganz günstig. Nee, das ist halt wirklich. Ich glaube, Schuhe kosten schon irgendwie 200 Euro mindestens. Ja, die Jacke kostet knapp 300. Ja. Boah! Aber da ich für Mammut arbeite, bezahle ich nur mehr als die Hälfte. Als ein Kunde von euch? Weniger als die Hälfte. Was? Ist das ein Kunde von euch? Das ist Kunde von uns, ja. Cool. Oh nein. Oh nein, Panda. Oh nein. Panda, Alter. Ja, das ist cool. Cool. Was für eine Farbe? Schwarz. Schwarz. Die gibt's nur in der Farbe. Damit man ihn im Dunkeln nicht sehen kann, weißt du? Ohne Witz. Wenn er vor deinem Fenster sitzt. Die gibt's tatsächlich nur in der Farbe. Vater sitzt dann immer vorm Fenster von Arnold. Boah, fuck das schon wieder ab, ey. Boah, das Ding kommt aber hoch, gell? Das ist. Ja, das zieht halt, ja. Fällt auch eigentlich nicht um. Aber das hochzuziehen zum Beispiel, das ist halt nervig, ne? Das ist halt ein komplett anderes Fahrverhalten als so ein Moped. Ja, das ist halt direkt. Irgendwie schwerer halt, ne? Ja, klar, das merkst du sofort. Och, Mann. Oh, die Brücke stürzt ab, die Brücke stürzt ab. Oh, Scheiße. Wenn du nicht schnell genug bist, stürzt die Brücke ab. Welche Brücke? Kommst noch früh genug. Die Brücke. Die stürzt ab. Ja. Oh, shit, Mami! Also, Checkpoints haben die aber auch nicht gespart hier. Hier ist eine richtige Randstelle. Alles klar, Scheiße! Oh Gott, ich bin auch drauf reingefallen. Das Problem ist, du musst den richtigen Zeitpunkt halt abpassen, ne? Hey, war doch easy, Alter. Problem, Lutz. Rückwärts, Alter, sagst du? Oh Mann! Was? Dieses scheiß Ding bewegt sich! Ja, ich komm da nicht mehr komplett drauf. Das hab ich jetzt auch gekackt. Oh Mann, ey. Erstmal den Checkpoint da oben mitnehmen und dann weiter. Boah. Ich gerade noch 0 Fehlerpunkte hatte und erster war und jetzt. Jetzt 10 und letzter. Ich hab mir keine Lust mehr, Mann. Arnold! Was denn? Warum spielen wir solche Spiele? Ich finde das Spiel geil, das macht Spaß. Ja. Oh komm schon! Das war dumm! Komm schon! Ich bin gelegt, ja. Scheiße! Oh Gott sei Dank. Ach, kacke, Mann! Gerade nach vorne umgekippt, ey. Moin Leute, ich komme jetzt auch. Und den Berg runter, gar kein Problem. Egal, ich zieh dem Part ein paar Points ab, ey. Schnappschat. Kann ich schnell raustappen? Ja, nicht schlecht. Der jetzt mal da hier offen. Der Kollege ist da. Oh, gleich fit. Oh. Bam, bam, bam. Hab ich schon gesagt, dass wir heute auf eine Fritzbox gewechselt haben? Nein. Sehr gut. Sehr zufrieden? Fritzbox ist ja das Geilste, was es gibt. Naja. Oh nein. Ja, das ist die letzte Map? Nein, die zweitletzte. Wir hatten bis jetzt halt ein Mietmodell von der Telekom. Ja, die Speedboard-Geschichten oder was? Mhm. Ja, die kannst du sowieso eine Pfeife rauchen, die Scheißdinger. Ja, ich meine, die Telekom weiß, wie scheiße die sind. Verarbeitet da ja. Ja, wieso verkaufen die den Rotz noch? Weil die mit AVM verschissen haben. Oh, so? Fuck. Die haben sich dann irgendwann mal verbockt und seitdem ist das 1&1 exklusiv. Und, wieso 1&1 exklusiv? Du kannst selber eine Fritzbox kaufen. Ja, natürlich. Aber du musst ja trotzdem ein Mietmodell anbieten, wenn du einen halbwegs vernünftigen, so ein halbwegs vernünftiger Anbieter bist. Hopsa! Und ich meine, sagen wir mal so, die Speedports sind für den scheiße. Durchschnitts-User auch eigentlich normal. Nein, die sind scheiße. Kack. Auch für den Durchschnitts-User sind die scheiße. Warum sind die scheiße? Weil WLAN ist der größte Rotz, was es gibt bei den Nee. Hä? Nee. Na klar. Macht keinen Unterschied, ob da jetzt die Fritzbox anklemmt oder nicht. Doch, auf jeden Fall. Nee, bei mir nicht. Hab ich extra ausgetestet. Alter, wie lustig, hast du das überlebt? Oh, nee. Einfach so. Aber man darf die Stange nicht berühren, oder? Ja, man darf die Stange nicht berühren. Alter, ich glaube, man darf die Stange nicht berühren. Ich glaube, man darf sie nicht berühren, Pater, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Pater, ich glaube, man darf die Stange nicht berühren. Yes, kein Problem. Hab's auch geschafft. Was ist denn das für eine Scheiße, Mann?
Ein Hindernisparcours. Cool. Alter. Erstmal auf die Fresse fliegen. Scheiße. Scheiße. Oh. Yes! Kein Problem. Und ziemlich interessant. Ich meine aber, man sieht halt zwischen den Routern halt der Preisunterschied. Der Speedport kostet 90 Euro und ich glaube, den wir jetzt gekauft haben, weil das hat 75,90 kostet 280 oder 270 Euro. Ja, die Fritzbox ist auch nicht teurer. Nein, die Fritzbox ist teurer, fast 180 Euro. Quatsch. Natürlich, die kostet 270 Euro. Gibt's auch günstigere Fritzboxen. Ja, aber das ist jetzt nochmal das Flaggschiff, weil wir Super Vectoring nutzen wollen. Das ist ein Unterschied. Ja. Ja, ja. Der Speedport für 90 Euro kann das auch. Aber ist scheiße, sagst du. Beschissener. Ja. Also entweder willst du was Geiles haben, musst du was löhnen, oder du willst halt trotzdem, dann sparst du halt Geld. Wir haben halt sowieso auch einen Wi-Fi-Extender. Fuck, wird gearscht. Ich hab auch gedacht, machen wir es hier runter. Du auch, oder? Wi-Fi-Extender. Oh. Wi-Fi-Extender, ja. Also ein, Natürlich, bleib ich wieder hängen als ein einziger. Ein Access-Point. Ein Access-Point oder einer der... Nein, kein Extender, nein, wirklich ein Access-Point. Der ist per Kabel angebunden. Okay. Weil, das sind wie hässliche Spinnenviecher, die hier die ganze Zeit vorbei schießen. Ohne Witz. Verwirrend voll, ey. Er ist unten bei uns im Wohnzimmer, damit wir auch einen Garten WLAN haben. Das sind Moskitos, Mann. Im Garten WLAN? Warum? Ja, wenn wir auf der Terrasse sitzen und Spotify und so mit dem iPad. Meine, natürlich kann man das offline stellen, aber halt immer so ein bisschen, weißt du, was ich meine? Ja, ja. Und bis zur Terrasse reicht's halt da nicht. Und dann haben wir halt so Netgear geholt. Wenn ich auf dem Balkon sitze, dann lese ich ein Buch. In Wirklichkeit bechert Arnold richtig rein. Alleine. Alleine. Nur für mich. Und dann pöbel ich die Nachbarn an die auf der... Was machst du da, du Arschloch? Hey, du Assi. Also ein Pappbecher runterwerfen, der noch voll ist. So, ey, du Wichser. Arnold schreit dann den Nachbarn an, weil die auf dem Balkon saufen. Und er macht das dann selber so. Ey, tu die Pulle weg, Mann. Arnold ist auch so wie so eine Oma den ganzen Tag am Fenster hockt. Ja, so am Geländer so rausguckt. Und nur wartet, dass irgendwer vorbeikommt, damit er angepöbelt werden kann. So Typen wie dich können wir hier nicht besonders gut leiden. Boah, ich hab schon ewig keins. Das Game kommt jetzt auch bald raus, ne? Ja, Mann. Boah, da freue ich mich so drauf. Das kann ich schon mal ankündigen, werde ich definitiv im Livestream zocken, ja. Oh, Pater, Vorsicht. Wieso? Wird bestimmt dein Kanal gesperrt. Wieso denn? Keine Ahnung. Du kennst doch South Park. Da wird aber in Deutschland doch freigegeben und zensiert. Ja. Aber warte mal, sind da wirklich noch die Hakenkreuze drin? Im ersten Teil? Ja, im ersten Teil ja nicht, aber wenn das... Also doch, ich hab die Version, wo die Hakenkreuze drin sind. Ja, gut. Ja. Alter, ich komm da nicht hoch. Ich finde es jetzt auch nicht schlimm, ehrlich gesagt. Also. Ja, wir finden es nicht schlimm, aber es ist trotzdem ein... Oh, Alter, wärst du hochgekommen, Pater? Wie bist denn du hochgekommen? Was? Aber es ist trotzdem ein... Ein verbotenes Symbol. Ist kein verbotenes Symbol. Natürlich ist es ein verbotenes Symbol. Natürlich ist es ein verbotenes Symbol! Das geht gegen Grundgesetz. Ey, ihr seid so Penner. Seid ihr da hochgekommen? Jetzt hast du, der Rest ist easy. Ja. Der Rest ist echt easy. Ich hab's verkackt. Ja, du hast trotzdem noch genug Zeit, das zu schaffen, also. Ich hab's wieder verkackt. Du schaffst trotzdem noch. Ja. War einfach die ganze Zeit so zuverlässig. Ja, schafft er trotzdem. Ja, oh, Gott sei Dank noch geschafft. War nur eine Map, oder? Also nee, das war's. Ah, shit. Yeah, Vater, du kriegst mich niemals. Alter 4, ciao. Alter 4, ja, Leute, stimmt. Leute, vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Haut rein, ciao. Ciao. Tschüss.